Also die École ist ein Ort, eine Gemeinschaft, wo Leute, LehrerInnen, SchülerInnen auch etwas lernen, Stoff lernen und etwas auch noch wichtiger als Stoff, nämlich Zusammenleben und Verantwortung. Das ist die École. Das ist ein Ort, wo schulmüde Kinder neugierig werden. Ihr kommt hierher und meint, ihr werdet hier das machen, was ihr wollt. Aber es ist gar nicht der Fall, denn ihr werdet hier konfrontiert mit Sachen, die ihr nicht liebt, die ihr nicht gemacht habt. Ihr werdet hier putzen müssen. Ihr werdet hier entscheiden müssen, was ihr wollt. Ihr werdet hier begrenzt Musik hören. Ihr werdet hier begrenzt Computer schauen. Ihr werdet hier wandern müssen. Ihr werdet hier im Zimmer mit ZimmerkameradInnen leben müssen, die ihr nicht kennt und mit denen ihr vielleicht nicht gut auskommt. Und ihr werdet lernen, mit diesen Menschen auszukommen. Es wird am Anfang ein Culture Shock sein. Das ist, was dich erwartet, Schüler, wenn du hierher kommst oder Schülerin. Und jetzt ist die Frage, wieso entscheiden sich SchülerInnen trotzdem hierher zu kommen? Und das ist interessant, weil wenn die Schüler mit ihren Eltern hier die École besuchen, laufen sie auf den Platz und sie sehen diese anderen SchülerInnen, die schon lange hier sind, und sie sehen, wie sie miteinander agieren, wie frei sie sind miteinander, und sie spüren diesen Geist, der sehr schwierig ist zu beschreiben. Aber dieser Geist kannst du nicht verstehen, sondern, und du kannst es verstehen, na, Geist kann man nicht verstehen, aber sie spüren den Geist im Herzen. Und sie haben so ein Gott-Feeling, dass dieser Ort eigentlich ein guter Ort ist. Und das ist der Gott-Feeling, das bewirkt, dass sie dann Ja sagen, auch wenn sie von den Interviewer bekommen, dass das Leben hier eigentlich unangenehm und unbequem sein wird. Was hat mich am meisten motiviert, ist immer wieder zu sehen, dass die Leute hier gedeihen, dass die Leute hier also glücklich, das ist ein großes Wort, dass die Leute hier etwas werden. Dieses Wunder, dass Menschen hier kommen und die sind grau und gehen und die sind bunt. Das ist ein Wunder. Und es geschieht immer wieder. Und wenn Leute hier zu kurz sind, dann sehen sie das nicht. Aber ich bin schon ganz viele Jahre hier und habe immer wieder dieses Wunder beobachtet, dass Menschen hier offen werden und liebevoll werden und beziehungsfähig werden. Und das ist unerhört. Das berührt mich irrsinnig. Das Geld, das wir von der Stiftung bekommen, geht vor allem in Stipendien. SchülerInnen, die hier kommen möchten und die das Geld nicht haben, sollen kommen können. Und wenn wir diese Diversität nicht haben, wenn wir diese Internationalität nicht haben, dann sind wir nicht mehr die École. Wir brauchen eine Mischung. Und aus dieser Mischung, aus Diversität, wird die École. Die École entsteht. Und es hat auch eine Geschichte, weil natürlich der Geheb
in der ersten Schule in Deutschland, es war auch eine internationale Schule. Und dann kamen die Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland. Also es hat eine Geschichte von Diversität, Internationalität und nicht nur das. Die ehemalige Leiterin Nathalie Lütti, die nach Edith mit ihrem Mann zusammen die Schule übernommen hat, hat dieser internationale Lager LPC Lütti-Petersen Camp gegründet nach dem Krieg, damit die verfeindeten Nationen, die Kinder der verfeindeten Nationen zusammen leben lernen. Also friedenstiftend ist diese Internationalität. Also wir haben zum Beispiel, Familienhaupt war, lange Jahre, hatten wir in unserer Familie einen Chineser und einen Japaner. Und die haben am Anfang sich einander gehasst und beschimpft die ganze Zeit, weil sie eben aus verfallenen Nationen gekommen sind. Und das war wunderbar zu sehen, wie sie miteinander haben leben können, diese zwei, Chinesen und Japaner. Die Ecole der Zukunft ist eine Schule, wo ein Russe und ein Ukrainer miteinander umgehen lernen. Das ist ganz klar. Sich respektieren und lieben lernen. Und die Schule der Zukunft ist ein Ort, wo ein Gay-Mann und ein Trans auch miteinander reden können und sich lieben und verstehen können. Und die Schule der Zukunft ist ein Ort, wo ein Afrikaner und ein Eskimo und ein Pakistaner oder eine Pakistanerin miteinander leben und lieben können. Und wo ein Mann und eine Frau, Mädchen und Bube, miteinander leben lernen können. Das ist die Ecole der Zukunft. Das ist, und wenn das nicht geschieht, dann forget it.